Ja, vielen Dank. Ich habe mich quasi selber eingeladen hier, oder ich habe Herrn Deeg genötigt, mich einzuladen, nachdem ich erfahren hatte, dass es hier eine Ringvorlesung zum Thema Kaffee gibt, weil das die historisch einmalige Chance ist, den bedeutendsten verkannten Leipziger Komponisten, nämlich Heinrich von Herzogenberg, in Leipzig mal vorzustellen über das grandiose Thema Kaffee. Sie werden es dann erfahren. Zunächst aber der Aufhänger ist Ihnen allen bekannt. C-A-F-F-I-I. Sie wissen alle, wie das weitergeht. Trink nicht so viel Kaffee und so weiter. Stopp. Es ist ein durchaus bekannter Kanon, der in meiner Erinnerung Wolfgang Amadeus Mozart zugeschrieben wurde, wie es auch in der Ankündigung für den Vortrag steht. Ich muss das aber gleich korrigieren. Er stammt von dem Sachsen Karl Gottlieb Hering, der 10 Jahre jünger als Mozart war, hier in Leipzig allerlei Geisteswissenschaften studierte und dann im Unterschied zu Mozart ein langes Leben hatte. Ab 1813 war er Schulrektor in Zittau und starb erst 1853. Widmen wir uns zunächst dem Bekannten, diesem Kanon. Sein Einstieg mit den Tönen C-A-F-F-I-I macht das Phänomen Tonbuchstaben evident. Bestimmte Worte oder auch Namen, wie zum Beispiel B-A-C-H, kann man in Musik übertragen, sofern nur Buchstaben von A bis H vorkommen. Besonders reizvoll und griffig ist das hier, weil C-A-F-F-I-I am Anfang sinnvollerweise mit C geschrieben, eindeutig den F-Dur-Dreiklang markiert, C-A-F, und in den Leitton I führt als Terz des dominantischen C-Dur, bom, bom, bom. Und so haben wir Tonika und Dominante. Das zweite F wird hier, es steht auf der 1 des zweiten Taktes, sogar zum reizvollen Quartvorhalt, der sich dann in die Terz auflöst. Für mich in meiner Kindheit war dieser Kanon der Inbegriff von Tonbuchstabenmusik. Auch meine Kinder kennen ihn von der Schule her auswendig. Er ist einfach gut gemacht und bleibt mit Text und Tönen gleich im Gedächtnis hängen. Inhaltlich ist er allerdings höchst problematisch. Mit Bachs Kaffeekantate stellt der Text den Kaffeekonsum in Frage, warnt vor Kaffeesucht. Das könnte man ja noch akzeptieren, zumal wie bei Bachs Kantate die Musik letztlich als humoristische Legitimation des Kaffeetrinkens fungieren dürfte. Also wir singen zwar den Kanon, trinken dann aber erst recht Kaffee. Sehr bedenklich ist aber die hier aufgebaute Negativschablone. Lesen Sie weiter den Text, sofern Sie es nicht auswendig können. Kaffee ist Türkentrank und Muslime sind per Definition kaffeesüchtig. Offensichtlich reproduziert der Autor hier ein Klischee seiner Epoche, der vermeintlich so toleranten Aufklärungsepoche. Haben eigentlich Pegida, Legida oder die AfD diesen Kanon schon als deutsches Liedgut entdeckt? Das sollte für sie doch ein gefundenes Fressen sein. Allerdings müsste daraus der Leitsatz folgen, der Kaffee gehört nicht zu Deutschland. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich unter den gegebenen Umständen Ihnen das Vergnügen heute nicht gewähren will, diesen Kanon jetzt zu singen. Sie dürfen es dann nachher zu Hause heimlich machen. Ich will Sie dafür schadlos halten mit einer Fülle von politisch unbedenklicher, wunderbarer Kaffeemusik, die Sie bisher noch nicht kannten. Und sie hat ihren originären Sitz im Leben sogar in Leipzig und belegt eindrücklich, der Kaffee gehört genuin zu Deutschland. Das wollte ich jetzt als erstes spielen. Sie sehen dann den Rest halt nicht mehr, aber die ersten Zeilen können Sie mitlesen. Thank you.
Es kommen so viele Musikbeispiele, dass die Vorlesung über Gebühr gedehnt würde, wenn Sie jedes Mal klatschen. Aber danke. Dieses nette Klavierstückchen ist doch ein wirklich nettes Klavierstückchen, erschien beim Leipziger Musikverlag Rita Biedermann im Jahre 1885 als erste von drei Fugetten, Sie sehen es, zum CAFFE-Motiv im Rahmen der Klavierstücke Opus 49 von Heinrich von Herzogenberg. Der Komponist, geboren 1843 in Graz, lebte von 1872 bis eben 1885 in Leipzig. Also wir haben vorher schon herumgefragt, es waren nur sehr wenige, die diesen Mann kennen. Ein adretter Herr mit zeittypischem Bart. Er war tatsächlich eine der Leipziger Musikgrößen. Seinerzeit, also 1872 bis 1885, war er in der kulturellen Öffentlichkeit Leipzigs bekannt, wohl erst sekundär als Komponist, sondern primär als führender Bach-Rezipient. Er leitete nämlich den Bach-Verein, den 1875 gegründeten Chor zur Aufführung der geistlichen Vokalwerke Bachs. Wir werfen einen genaueren Blick auf diese eben gespielte Kaffeefuge. Sie erkennen die Tonbuchstaben der ersten fünf Töne, C, A, F, F, E. Der Komponist wendet den künstlerischen Trick an, dass er, anders als bei dem Kanon, das zweite F eine Oktave höher setzt und das zweite E einfach weglässt. So haben wir als Thema den gebrochenen F-Dur-Dreiklang und dann vom oberen Grundton absteigend einfach dann fortgesetzt eine schlichte F-Dur-Tonleiter. Es ist interessant gemacht, humoristisch stilisiert durch das explizite und mit den Achtelpausen auskomponierte Staccato. Light nennt man sowas heute. Leichtfüßig wird das Stück auch durch die Pianospielanweisung. Nur in der Mitte bei der Themendurchführung in D-Moll haben wir kurz Forte und gegen Ende bei einer Sequenzierung mit der Schlussfigur des Themas. Der Schluss ist aber wieder ganz leicht im Piano, Sie haben es gehört. Die Fugenform ist hier geschickt getarnt als Charakterstück. Man könnte es eine Humoreske nennen. Diese Fugette gehört zu einem Komplex von nicht weniger als 12 Kaffeefugen Herzogenbergs. Sie sehen hier das Titelblatt eines glücklicherweise in der Leipziger Musikbibliothek erhaltenen Manuskripts. Da der persönliche Nachlass Herzogenbergs verschollen ist, sind von ihm nämlich nur sehr wenige Autographe überliefert. Dieses Manuskript war offensichtlich als Vorlage für eine Gesamtedition der 12 Fugen gedacht. Sie sehen die fein säuberliche Auflistung aller Themenbildungen untereinander mit dem Kaffeemotiv und können das soeben gespielte Stück, sofern Sie gute Augen haben, an vorletzter Position 11 entdecken. Als Gesamttitel notierte der Komponist, wie Sie sehen, links 12 Fugen für das Pianoforte über ein gegebenes Motiv. Studien von Heinrich von Herzogenberg, 1880. Warum wird das gegebene Motiv aber nicht namentlich genannt? Warum wird Kaffee verschwiegen? Das wird sich später aufklären. Entscheidend ist, dass der Komponist mit der Formulierung gegebenes Motiv deutlich macht, dass er sich hier einer Vorgabe stellt, also nicht der freien Erfindung folgt und dass die Stücke Studien sind, also kompositionstechnische Übungen bzw. Experimente, die deswegen Übungen sind, Studien, weil sie eben einer Vorgabe folgen und sich an der Vorgabe abarbeiten. Die Ergebnisse dieses Abarbeitens erheben allerdings durchaus den Anspruch, gefällige Musik zu sein und sind es auch, wie Sie gerade gehört haben, Musik, die zu spielen und zu hören auch anderen Freude macht, Rekreation des Gemüts beschert, um Bachs Formulierung beim Orgelbüchlein zu zitieren. In seiner dritten Folge von Klavierstückpublikationen, erschienen seinerzeit bei Rita Biedermann im Jahre 1885, hat Herzogenberg ausschließlich solche Studien präsentiert, während er zuvor in Opus 25 und Opus 37 durchaus romantische Charakterstücke brachte. Sie sehen hier das Inhaltsverzeichnis einer neuen Edition, die ich vor einigen Jahren sogar im hochwohllöblichen Peters Verlag, der jetzt wieder in Leipzig sitzt, herausgebracht habe.
Sie können es also durchaus kaufen, diese Klavierstücke. In der ersten Reihe, Opus 25, sehen Sie so romantische Namen wie Notturno oder Barcarole oder Romanze. Dann bei den Opus 37 wird es schon neutraler stehen, nur noch die Musik, die Ausführungsanweisungen. Und jetzt heißt es Klavierstücke. Und jetzt haben wir Präludium und Fuge in Fis-Dur, dasselbe in G-Dur. Und Opus 49, Nummer 3, sind dann drei der schon 5 Jahre zuvor entstandenen Kaffeefugen aus der 12er-Reihe, die Nummern 11, 9 und 3 in dieser Reihenfolge. Er nennt sie hier Fugetten, also nicht Fugen, was im Blick auf ihren Umfang nicht zwingend ist. Fugette heißt normalerweise kleine Fuge, denn so klein sind die zweite und die dritte davon nicht. Die erste gerade, die war schon eine Fugette. Aber Fuge klingt wohl trockener, gelehrter und schreckt Klavierspielende eher ab, Fugette weniger. Von Kaffee oder einem gegebenen Motiv ist aber hier nirgends die Rede. Sie erkennen an Klavierstücke Opus 49 nicht, dass es hier um den Gag von Kaffeefugen sich handelt. Das sollen die User, wie man heute sagt, selber entdecken. Als nächstes stelle ich Ihnen zwei Fugen vor, die beide nicht in die Publikation eingingen, und zwar die Anfangsnummern 1 und 2 der 12er-Folge. Ich habe jetzt hier jeweils das Thema aus dieser Gesamtauflistung herausgenommen und vergrößert und noch die Ausführungsanweisungen und Artikulationen, die sich dann beim Stück finden, eingetragen. Sie sehen beim Thema der ersten Fuge, die auch in F-Dur steht, denselben Oktavsprung zum zweiten F und dann als vierten Ton wieder nur ein E, also keine zwei E, wie es orthografisch korrekt wäre. Wir können die dezidierte halbe Note auf E, gerade beim ersten Stück allerdings, auch deuten als Umsetzung der Wiener Aussprache Kaffee. Ja, und dann geht's weiter. Das erste Fugenthema klingt so gewissermaßen authentisch wienerisch und stellt auch die österreichische Identität des Komponisten vor, denn er ist ja in Graz geboren und hat in Wien studiert. Bei der zweiten Fuge ist das Thema im Bassschlüssel angegeben. Auffallend sind der antiquierte 3/2-Takt und die langen Notenwerte. Das ist eine Imitation des Stile Antico, also der Kontrapunkt des 16. Jahrhunderts. Zudem ist das Thema nach A-Moll statt F-Dur gewendet. Dann sehen Sie hier beim zweiten Thema einen Doppelstrich und dann folgt ein zweites Thema im Violinschlüssel. Es handelt sich also um eine Doppelfuge. Jeder Komponist, der sich mit der Fugenform befasst, muss auch den exponierten Ernstfall Doppelfuge wagen, wo zwei Themen zunächst getrennt voneinander durchgeführt werden und dann die Verschränkung beider Themen geboten ist. Nun kann man normalerweise bei einer Doppelfuge die Themen ja selber formen und man wird dann das zweite polar zum ersten gestalten, damit die Verschränkung beider dann musikalisch plastisch wird. Wenn aber beide Themen dem Kaffeemotiv folgen müssen, also auch mit denselben Tönen, ist das viel, viel schwieriger, eine sinnvolle Doppelfuge zu basteln. Lassen Sie sich überraschen, wie Herr Zogenberg diese Aufgabenstellung löst. Noch kurz zur ersten Fuge. Die erste Fuge in F-Dur und 4/4-Takt ist relativ gewöhnlich. Eine Studie im eher barocken Stil inklusive Triller und barockesker Artikulation, die ich hier ergänzt habe. Am Schluss gibt es allerdings eine für das 19. Jahrhundert typische dynamische Steigerung. Dann folgt die A-Moll-Doppelfuge als Studie im Stile Antico. Dazu gehört auch die eher tiefe Lage, die den gattungstypischen Sound eines Blechbläserensembles mit Posaunen und Zink imitiert. Wenn ich diese zwei Fugen nun spiele, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die jetzt erfolgende Darbietung am Klavier wahrscheinlich die Uraufführung ist. Zumindest in einer öffentlich zugänglichen Veranstaltung. Ich gehe davon aus, oder es gibt Belege dafür, dass Heinrich von Herzogenberg allerhand Freunden seine Fugen vorgespielt hat, aber im stillen Kämmerlein. 136 Jahre nach der Entstehung der Fugen erfolgt hiermit die Uraufführung.
sehr ergreifend. Sie sind ganz gebannt. Sie konnten gut wahrnehmen, wie Herr Zogenberg das zweite Thema trotz derselben Töne eigenständig profiliert. Während das erste Thema in dezidiert gebundener Setzweise gehalten ist, mit Liegetönen und Überbindungen und im Piano zu spielen, ist beim zweiten das Anfangsintervall der kleinen Sechste als Exclamatio gesetzt im Wortsinn, wie ein Aufschrei dezidiert im Forte und abgerissen. Speziell dieses separierte Element hat Herr Zogenberg dann auch weiter kultiviert in Sequenzen. Und bei der Verbindung beider Themen dominiert wieder der gebundene Satz im Piano. Der Aufschrei ist integriert, domestiziert, hat sozusagen seine Hörner abgewetzt. Ich mag dieses Stück sehr und finde es durchaus ergreifend. Hier habe ich auf dem vorher gezeigten Thementitelblatt überall die zusätzlichen Angaben eingetragen. Vorne die Stimmenzahl, dann die Tonart, groß F heißt F-Dur, klein a heißt A-Moll, die Tempobezeichnungen und bei zwei Fugen noch Datierungen, die in erhaltenen Einzelniederschriften stehen. Sie sehen, dass das Kaffeemotiv noch weitere Male als A-Moll-Thema profiliert und darin speziell interessant gemacht ist, denn F-Dur ist ja gewöhnlich. Nach der soeben vorgetragenen Nummer 2 ist A-Moll bei Nummer 4, da nur zweistimmig und mit der speziellen Taktart 12/16 im Vivace. Dann bei Nummer 6, das Thema ist wieder im Bassschlüssel, das Thema ist gegenpolig im Lento, also langsam und vierstimmig gesetzt. Bei Nummer 9 wieder A-Moll, dreistimmig mit der Angabe Agitato. Nummer 10 sieht auf den ersten Blick auch aus wie A-Moll, steht aber in C-Dur. Immerhin 5 von 12 Kaffeefugen haben also eine andere Tonart als die vom Motiv her naheliegende F-Dur. Ich stelle Ihnen nun diese Agitato-A-Moll-Version vor. Zuerst kommt das Interessantere, die A-Moll-Sachen. Sie wurde als Nummer 2 der Fugetten auch veröffentlicht. Bei einem in der Berliner Staatsbibliothek erhaltenen Einzelautograf steht als Datum 15. Januar 1881. Das gibt ein Rätsel auf, denn das gesamte Opus ging schon Ende September 1880 an den Freund Philipp Spitta in Berlin. Und die Zwölfzahl war von Anfang an konstitutiv. Das Dutzend muss voll werden, erfährt Freund Johannes Brahms bereits im Mai 1880 in einem Brief. Ich kann das mit der Datierung nachher auch noch auflösen. Nun zur Musik dieser Fuge. Das Kaffeemotiv ist hier einmal buchstäblich präzise mit 2e umgesetzt. Das ist nur noch bei einer weiteren Fuge der Fall. Die chromatische Fortführung und die genau bezeichnete Artikulation mit abgezogenen Zweierbindungen, Sie sehen es, Entschuldigung, also diese abgerissene Artikulation mit Zweierbindungen macht das Stück nervös, eben agitato. Schwächt die Nerven, unterstellte der Kanon ja dem Kaffee. Demgemäß spielt auch die Dynamik eine große Rolle und das Stück wirkt so moderner, romantisch zeitgenössisch, trotz der barocken Themendiktion, also ganz anders als eben gerade dieses bewusst altertümliche Stück. In romantischer Klanglichkeit ist auch der Schluss als umfängliche Coda gehalten, wo in zwei Stufen über einem geschickt zunächst nur angedeuteten A-Orgelpunkt die Erregung heruntergefahren wird und dann deutlich nach A-Dur mündet, also Ende gut, alles gut vorstellt. Dieses Stück ist ziemlich haarig zu spielen, erscheint mir musikalisch aber als das Interessanteste und so zu Recht von Herr Zogenberg auch für die Publikation ausgewählt. Da es zu den veröffentlichten Werken gehört, ist das nun keine Uraufführung, es ist auch schon eingespielt auf der Gesamteinspielung der Herzogenberg-Klaviere, die vor wenigen Jahren beim Label CPO erschienen ist. Ich habe hier Ihnen ein Exemplar mitgebracht, das ist wirklich glauben, dass es Herzogenberg schon auf CD gibt. Eine Wiener Pianistin namens Natascha Veljkovic hat sich sehr verdient gemacht und das gesamte Klavierwerk
von Heinrich und seiner Frau Elisabeth von Herzogenberg eingespielt. Nun aber zu dieser Agitatorfuge. Als Gegenpol dazu schließe ich gleich die A-Moll-Fuge im Lento an. So können Sie direkt nachvollziehen, wie respektabel die Leistung des Komponisten ist, aus ein und demselben gegebenen Motiv, in derselben Form der Fuge wie in derselben Tonart, solch gegensätzliche Charaktere zu formen. Diese Fuge habe ich kürzlich bei unserer Mitgliederversammlung der Herzogenberg-Gesellschaft in der Schweiz gespielt als Trauermusik zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. Eine Fuge mit dem Kaffeemotiv. Also falls Sie auch jemanden zu gedenken haben, neben Kurt Masur und Nikolaus Harnokur, jetzt wäre Raum dazu.
Dieses wiederum sehr ergreifende Stück will ich nicht weiter analysieren oder kommentieren. Ich nenne nur die wiederverwandte Orgelpunkttechnik am Schluss. Hier sind es 10 Takte Orgelpunkt A von insgesamt 92 Takten. Und bei den A-Moll-Fugen steht am Schluss immer eine schön wohlige Dur-Auflösung. Jetzt komme ich zum A-Moll-Kabinettsstück, wie ich es nenne, an dem sich eine spannende Kontextualisierung festmachen lässt. Es ist die im Manuskript an vierter Stelle platzierte Fuge. Damit Sie die Chance haben, den Gag dieses Stücks, den speziellen Gag, beim Hören zu erkennen, muss ich etwas ausholen. Sie sehen hier eine Studio-Präsentieraufnahme von Elisabeth und Heinrich von Herzogenberg. Sie stammt aus dem Jahre 1872, kurz bevor sie von Graz nach Leipzig übersiedelten. Er ist hier 39 Jahre alt, sie 35. Kennengelernt hatten sie sich in Wien, wo Heinrich von Herzogenberg Jura und Musik studierte. In den adligen Kreisen dort verkehrte auch Elisabeth von Stockhausen, Tochter des hannoverschen Gesandten am Wiener Hofe, eine musikalisch hochbegabte Frau, fantastische Klavierspielerin mit unglaublicher Auffassungsgabe. Verheiratet waren sie seit 1868, nachdem in Österreich die Zivilehe eingeführt worden war, die bikonfessionelle Ehepaare ermöglichte. Er war katholisch, sie evangelisch. Dass die Herzogenbergs 1872 ins evangelische Leipzig übersiedelten, war im Herzogenberg-Familienkontext strange. Denn die Familie, Nachkommen von im Zuge der Revolution nach Österreich geflohener französischer Adliger, bemühte sich damals mit allen Kräften um eine neue Reputation in der katholischen Habsburger Monarchie. Die Wahlheimat Leipzig verließ das Ehepaar von Herzogenberg Anfang April 1880 mit Reiseziel Florenz für einen längeren Aufenthalt dort. Die 5 Jahre ältere Schwester Elisabeth, Julia, lebte in Florenz seit 1874 zusammen mit ihrem Gatten, dem aus Amerika stammenden, in Paris aufgewachsenen Literaten Henry Brewster. Von einer namhaften Brewster-Erbschaft konnten sie gut leben in einem alten Palazzo, wie sie es gehört in Florenz, mit Blick auf den Arno, ziemlich exakt den Uffizien gegenüber. Julia Brewster hatte ihre Schwester Elisabeth schon länger eingeladen, einmal ausgiebig Zeit bei ihr zu verbringen, um die Schätze von Florenz kennenzulernen. Gesundheitliche Probleme Elisabeth von Herzogenbergs, sie war lebenslang herzkrank, gesundheitliche Probleme, die sich im Winter 1879-80 etwas verschärften, führten zum Entschluss, nun im Frühjahr das italienische Klima zu gutieren. Nachdem die Bachvereinsverpflichtungen in Leipzig absolviert waren, da gab es am Ostermontag, 29. März, noch ein Konzert. Und ausgerechnet in Florenz macht sich Heinrich von Herzogenberg daran, Kaffeefugen zu schreiben. Elisabeth berichtet dem Freund Johannes Brahms, es geht uns sehr gut. Heinrich sonnt sich wie ein Salamander und spinnt vergnüglich wie ein Kater. Wenn wir nicht im Bargello oder sonst wo sitzen und genießen, schreibt er Kaffeefugen. Später wird Herzogenberg seinem Freund Philipp Spitta berichten, die Fugen seien weitgehend in Florenz entstanden und zwar als, Zitat, germanisches Gegengift gegen Welschlands Üppigkeit. Welschland ist Begriff für Italien, germanisches Gegengift gegen Welschlands Üppigkeit. Jetzt kommt eine weitere damalige Größe der Musikwelt ins Spiel, die kennen Sie aber doch hoffentlich. Wie heißt die Dame? Clara, danke. Clara Schumann. In diesen Tagen soll erscheinen, das heißt eigentlich sollte er schon erschienen sein, der neue Band der Zwickauer Schumann-Briefausgabe. Er enthält den umfänglichen Briefverkehr Clara Schumanns mit den Herzogenbergs, ediert von der Leipzigerin Annegret Rosenmüller. Zwischen der Witwe Robert Schumanns und den Herzogenbergs hat sich eine feste Freundschaft gebildet, namentlich in Verbindung mit Konzertauftritten Clara Schumanns in Leipzig. Clara Schumann gehörte allerdings einer anderen Generation an. Sie war Jahrgang 1819, die Herzogenbergs Jahrgang 1843 und 47. Also diesbezüglich war das keine Beziehung auf Augenhöhe.
In diesem Briefwechsel Clara Schumann, Herzogenbergs, findet sich mit Datum Florenz, den 6. Mai 80, ein umfängliches Schreiben Elisabeth von Herzogenbergs an die Freundin. Daraus zitiere ich eine Passage. Hintergrund ist, dass am 2. Mai in Bonn das Robert-Schumann-Denkmal eingeweiht und dieser Akt mit einem dreitägigen Musikfest gewürdigt wurde. Nun, das schöne Briefzitat. Also, O-Ton Elisabeth von Herzogenberg: Für mich war es neulich hart, hier zu sitzen, während Sie draußen im Reich ein so liebes Fest, bei dem jedem ehrlichen Musikanten das Herz im Leibe höher schlagen müsste, begingen. Wir hatten uns in Leipzig so fest vorgenommen, dazu nach Bonn zu fahren, und wenn nicht dann die italienische Bombe ins Haus gefallen wäre, die all anderen Pläne zunichte machte, so hätte uns auch nichts daran gehindert. Ich kann sagen, dass meine ganze italienische Freudigkeit neulich flöten ging und ich ganz wehmütig hier auf den Arno guckte, undankbar gegen alles, was ich sonst so in vollen Zügen genieße. Es kam mir gar so unnatürlich vor, an dem 2. Mai hier zu sitzen. Was hat das mit der Kaffeefuge Nummer 4 in A-Moll zu tun? Hier nochmal das Thema. Diese Fuge ist nur zweistimmig. Sie erinnert an Bachs E-Moll-Fuge im wohltemperierten Klavier, auch weil sie ziemlich chromatisch ist, ebenso zweistimmig. Auch mit der Taktart 12/16 rekurriert sie auf eine Bachsche Spezialität. Von Bach gibt es ja Choralbearbeitungen im 24/16-Takt. Als dritte Stimme schleicht sich dann tatsächlich, und spitzen Sie Ihre Ohren, sehr diskret ein Choralzitat ein. Zunächst in C-Dur, dann in A-Dur. Und dieses Choralzitat fungiert als Sinnträger. Jetzt spiele ich die Fuge mal. Und erstens spannend hören Sie den Choral, zweitens erkennen Sie ihn sogar. Ist eine sehr schwere Aufgabe. Auch für mich zum Spielen. Hat er einen Choral erkannt? Kann jemand den Titel nennen? Ja, Moment. Sie müssen gar nicht gesangbuchfest sein, denn da wären Sie auf der falschen Fährte. Wer gesangbuchfest ist, assoziiert Paul Gerhardt, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Heinrich von Herzogenberg war aber nicht gesangbuchfest, denn er war Katholik und kannte Choräle, wenn, dann nur aus Bachs Musik. Und diesen Choral kannte er aus dem ein Jahr zuvor erschienenen Band der Bach-Ausgabe, der Choralvorspiele enthielt. Und da ist diese Melodie in den sogenannten Leipziger Chorälen verbunden mit dem Lied »An Wasserflüssen Babylon saßen wir und weinten«. Wenn man sich die ersten vier Liedzeilen vergegenwärtigt, wird der Hintersinn dieses Choralzitats in der Kaffeefuge deutlich.
an Wasserflüssen Babylon, da saßen wir mit Schmerzen. Als wir gedachten an Sion, da weinten wir von Herzen. Das Lied bezieht sich auf Psalm 137, der die Situation der Israeliten in der Verbannung in Babylon erinnert. Die Wasserflüsse im fernen Babylon, für die Herzogenbergs ist das jetzt der Arno in Florenz, an dem sie tatsächlich direkt sitzen, und das Gedenken, das wehmütige Gedenken an Zion, ist nun die Sehnsucht nach dem Fest daheim im Reich, konkret das Schumannfest in Bonn. Dieses Choralzitat ist ein Musterbeispiel für Herzogenbergs hintersinnigen Humor, der auch in seinen Briefen oft aufblitzt. Die von seiner Gattin im Brief an Frau Schumann artikulierte Stimmungslage war wohl auch die seinige. Oder er spielt einfach auf die Stimmungslage seiner Gattin an und lässt das auf diese raffinierte Weise in die Kaffeefuge einfließen. Auch die Themengestaltung ist hier hintersinnig. Der FF-Oktavsprung sonst nach oben wird umgekehrt zu einem EE-Oktavwechsel nach unten. Dafür fällt hier singulär ein F, wir haben nur ein F. Die Septsprünge in der Fortführung signieren ebenfalls verkehrte Welt, Perversion. Wie kann man in Florenz sitzen und weinen, während im Reich ein Schumannfest gefeiert wird? Ich möchte jetzt gleich anschließen. Es passt von der Taktart her. Vorher hatten wir 12/16, jetzt ein Stück im 6/16-Takt. Die Fuge Nummer 8, sie steht wieder im gewöhnlichen F-Dur. Kenner der Klaviermusik werden eine Passage aus Beethovens letzter Klaviersonate Opus 111 in derselben Taktart assoziieren wollen. Faszinierend ist hier neben dem Dreif und der minutiös ausgearbeiteten Artikulation die Modifizierung des Themas im Schlussteil durch Vergrößerung in eine geradezu lyrische Stimmführung, die dann aber wieder vom Bukolischen übertrumpft wird. Also diese Fuge ist sozusagen Kabinettsstück Nummer 2. Hierzu passt gut, nächstes Fugenthema, die F-Dur-Fuge im Dreiachteltakt, die Herzogenberg als dritte ans Ende von Opus 49 gestellt hat, wohl weil sie eine so massive Schlusssteigerung zeigt. Auch hier fällt die sorgfältige Artikulation auf, die im Druck übrigens noch wesentlich genauer bezeichnet ist als im Leipziger Manuskript. Diese Artikulation spiegelt sicher auch wider, wie fein Herzogenberg Bachs Klaviermusik artikulatorisch durchgestaltet hat. Es ist also eine Mehr, dass erst die historische Aufführungspraxis im 20. Jahrhundert die Artikulation bei Bach wieder entdeckt habe. Von dieser Fuge gibt es ebenfalls ein Einzelautograf in Berlin mit Datierung 23.07.1880. An diesem Tag waren die Herzogenbergs allerdings nicht mehr in Florenz, sondern schon mindestens seit 2 Wochen in Berchtesgaden.
Und am Tag zuvor hatten sie Besuch von der Familie Engelmann. Jetzt gibt es wieder ein Foto. Theodor Wilhelm Engelmann, einer der Brahms-Freunde mit Medizinerberuf, war Verlegersohn aus Leipzig. Sie sehen, alles geht von Leipzig aus. Aber im holländischen Utrecht als Physiologe tätig. Er war verheiratet mit der hochkarätigen Pianistin Emma Engelmann-Brandes, einer früheren Schülerin Clara Schumanns. Sie sehen hier die Engelmann-Selbdritt mit dem großen Geiger Josef Joachim aus späteren gemeinsamen Zeiten in Berlin, wo Engelmann ab 1897 an der Universität lehrte. Joachim ist der Herr, der sitzen darf, Engelmann der, der steht. Da beide Berliner Einzelmanuskripte von Kaffeefugen aus dem Nachlass Engelmann stammen, können wir davon ausgehen, dass Herzogenberg den Engelmanns bei ihrem Besuch in Berchtesgaden im Juli 1880 seine neuen Kaffeefugen gezeigt hat und dann auf besonderen Wunsch der klavierspielenden Dame am Folgetag ihr die Abschrift dieser F-Dur-Fuge anfertigte. Das andere Fugenmanuskript in Berlin vom 15. Januar 1881 wird er ihr nachgereicht haben, und zwar als Präsent zu ihrem Geburtstag, denn der stand am 18. Januar an. Es kommt noch mal ein bekannter Herr. Während Herzogenberg in Berchtesgaden die Noten für Frau Engelmann ausschreibt, verfasst seine Gattin einen ihrer hochinteressanten Briefe an Brahms, in dem sie beiläufig auch den Besuch der Engelmanns am Vortag erwähnt. Der Briefverkehr der Herzogenbergs mit Johannes Brahms erschien Ende 1906 in zwei Bänden als Startnummer der Brahms-Briefausgabe. Er erregte damals große Aufmerksamkeit und ist bis heute eine Fundgrube für Musikforscher, Psychologen, Soziologen, Theologen und so weiter. Und dieser Briefwechsel allein hat dafür gesorgt, dass der Name Herzogenberg nicht ganz vergessen wurde. Am Ende dieses Schreibens an Brahms versucht Elisabeth von Herzogenberg, Brahms aus einer Sommerfrische in Ischl nach Berchtesgaden zu locken. Leben Sie nun wohl, verehrter Freund, und lassen Sie sich bald blicken hier, wo zwar wirklich halb Leipzig wimmelt, besonders viel Pastoren, aber, oh Wonne, man kennt sie nicht. Und die Eingeborenen, die Menschen und die Kühe sind so lieb. Und bei Zimmermeister Brandner gibt's guten Kaffee. Und Menschen, die ihnen gut sind. Da fällt doch tatsächlich das Stichwort Kaffee. Guter Kaffee. Es soll den sonst in der Kaffeehausstadt Wien residierenden Brahms anlocken. Und wir können daraus schließen, dass die Herzogenbergs, die sich ja in Wien kennen und lieben gelernt haben, selber auch Freunde des Kaffeegenusses waren. So, jetzt kommt die Fuge nochmal mit dem Thema. Und brauche ich dich zum Blättern. Thank you.
Brauchen wir gleich das nächste Bild. Nach dem ehrwürdigen Johannes Brahms ist für den Kontext des Kaffeefugenprojekts jetzt noch eine andere Person ins Spiel zu bringen. Wer kennt die? Sollten Sie sogar als Leipziger inzwischen kennen. Ich sage gleich warum. Diese faszinierende Persönlichkeit, eine Engländerin, später in ihrer Heimat sehr berühmt und heute ein Lieblingsthema der genderorientierten Musikforschung, heißt Ethel Smyth. Sie war im Herbst 1877 zum Musikstudium nach Leipzig gekommen, schrieb sich am Konservatorium ein, war aber alsbald unzufrieden vom Kompositionsunterricht bei Gewandhauskapellmeister Karl Reinecke. Die Leipziger Musikhochschule, und deswegen könnten Sie sie kennen, hat vor einigen Jahren eine Aktion gemacht, Spenden gesammelt, um die Briefe erwerben zu können, die Ethel Smyth aus Leipzig an ihre Mutter in England geschrieben hat und wo sie minutiös ganz wunderbar über das Leben in Leipzig und speziell an der Musikhochschule berichtet. Über die führenden musikalischen Kreise Leipzigs kam Smyth im Februar 1878 in Kontakt mit den Herzogenbergs. Der Komponist forderte sie auf, ihm ihre Aufgaben und Korrekturen vom Konservatorium zu zeigen und war entsetzt über das, was Reinecke durchgehen ließ. So machte er spontan den Vorschlag, sie selber zu unterrichten. Er dachte sich das als dreifache Win-Win-Win-Situation. Erstens, das Unterrichten ist für ihn selber Neuland und zwingt ihn zu strengen Studien im Tonsatz. Zweitens, die Schülerin Ethel Smyth bekommt so eine strenge Schule, die sie nötig hat, da bei ihr das impulsive Temperament gerne über die Stränge schlägt. Und zum Dritten, für diesen Privatunterricht zwischen männlichem, verheiratetem Lehrer und unverheirateter, weiblicher Schülerin bedarf es nach damaligen gesellschaftlichen Standards einer Anstandsdame. Diese Rolle kann die Gattin Elisabeth von Herzogenberg übernehmen. Und so kommt auch sie noch zu dem Kontrapunkt, dessen Fehlen sie bis dato, Kontrapunktunterricht, dessen Fehlen sie bis dato immer beklagt hat. Jetzt kommt nochmal ein anderer bedeutender Mensch, aber den kennen Sie, er steht ja auch drunter. Sie sehen, Herzogenberg war mitten im Zentrum von ganz bedeutenden Persönlichkeiten. Es gibt einen Brief Herzogenbergs vom 24. April 1878 an seinen genau gleichaltrigen Freund Edvard Grieg in Norwegen. Er hat Grieg hier in Leipzig kennengelernt und sie haben gleich auf Du gemacht, weil sie fast auf den Tag genau gleich alt sind. Grieg hatte offensichtlich vorher in einem Brief über fehlende Inspiration zum Komponieren geklagt. Deswegen erteilt ihm Herzogenberg folgenden Rat: Mach's wie ich. Wenn die Erfindungsader etwas matter schlägt, so arbeite ich Choräle und Ähnliches oder studiere Kontrapunkt mit wahrer Leidenschaft. Um mich dabei festzuhalten, habe ich mir eine sehr begabte Schülerin angeschafft, die mich förmlich zum Studium zwingt. Während unserer Abwesenheit von Leipzig will ich den Unterricht mit meiner Frau fortsetzen, um nicht aus der Übung zu kommen. Also nicht die Frau soll nicht aus der Übung kommen, sondern er als Lehrer. Ich empfand recht lebhaft, wie wenig man weiß, wenn man auch dies und das zu können glaubt. Wieder Ethel Smyth. Ethel Smyth hat Memoiren geschrieben mit dem Titel Impressions That Remained. 1919 erschienen. Darin ist einiges über den Unterricht bei Herzogenberg festgehalten. Das ist aber nicht das Entscheidende und Spannende in dem Buch, sondern ihre Beschreibung der Leipziger Gesellschaft. Das müsste eigentlich Pflichtlektüre für alle Leipziger sein, zumal im Englischunterricht an Gymnasien. Das Buch ist übrigens im Internet zugänglich, Impressions That Remained, Eindrücke, die bleiben. Ich habe die Suchfunktion betätigt mit Coffee und bei einer Engländerin essentiell mit dem Gegenteil, also Tea. So fand ich immerhin zwei für unser Thema essentielle Informationen. Erstens, Johannes Brahms pflegte nach den Mahlzeiten mehrere Tassen starken schwarzen Kaffees zu konsumieren und dabei Konversation zu pflegen. Smyth erlebte dies so bei den Herzogenbergs in Leipzig, wo sie auf Brahms traf, weil der hier immer zu logieren pflegte, wenn er konzertierte in Leipzig. Zweite Information, im Hause des Leipziger Gewandhauskonzertmeisters, also der Mensch an der ersten Geige, Engelbert Röntgen, wurde als Leipziger Alleinstellungsmerkmal Tee getrunken. Das rührte daher, weil die Röntgens eine holländische Familie waren und die Holländer trinken genauso Tee wie die Engländer.
Dies ist für uns besonders relevant, denn Herzogenberg ließ eine Abschrift von 5 der Kaffeefugen im Mai 1881 Julius Röntgen, oben rechts notiert, zum 26. Geburtstag zukommen, dem in Amsterdam tätigen Sohn aus diesem Leipziger Haus, ein extrem vielseitiger Musiker. Sie sehen hier das autographe Titelblatt dieser Geburtstagsgabe, also geschrieben von Herzogenberg, mit Signierung durch den Empfänger oben rechts. Das vermerkte Datum ist sein Geburtstag. Bei der europäischen Kulturbegegnung mitten in Leipzig, Holländer Röntgen, Österreicher Herzogenberg, Engländerin Smythe, gab es also vielleicht doch einen Disput über die Berechtigung der Leipziger Kaffeekultur als deutsche Leitkultur? Fragezeichen. Herzogenbergs Titelformulierung hier, einiges aus dem großen musikalischen Kaffeehause, hält für den Empfänger in Holland sicher wieder einigen Hintersinn bereit. Nun wieder zu Ethel Smythe, zu ihrem Kompositionsunterricht bei Herzogenberg. Der war ziemlich trocken. Der Lehrer plagte seine beiden Schülerinnen und sich selbst eben mit Choralvorspielen, wie er Krieg schrieb, wo die Liedmelodie das gegebene Thema stellt und natürlich mit Fugen. In Impressions That Remain sind Briefe Elisabeths an Ethel wiedergegeben. Im ersten Sommer des Dreierarrangements, 15. Juli 1878, ermahnt Elisabeth von Herzogenberg die 11 Jahre jüngere Freundin eindringlich, ihr Talent verantwortungsvoll auszubilden und trotz der vielen Zerstreuungen im Heimaturlaub genügend Zeit für die Erledigung der Aufgaben zu reservieren. 3 Canti Firmi, also 3 Choralmelodien, werden da genannt. Tatsächlich sind Choralvorspiele für Orgel von Ethel Smythe erhalten und aus dem Nachlass publiziert worden. Und die sehen ganz ähnlich aus wie die Choralvorspiele, die von Heinrich von Herzogenberg publiziert wurden. Signifikant ist ein weiteres Briefzitat. Als Ethel Smythe von einem längeren Berlin-Aufenthalt Anfang 1880 zurück nach Leipzig kommt, repliziert Herzogenberg seinem Berliner Freund Philipp Spitta: Wir sind Ihnen so dankbar, dass Sie mit der kleinen Miss so freundlich waren. Sie kam voller Begeisterung und in gehobenster Stimmung zurück und arbeitet jetzt wieder 3-stimmige Fugen. Der allgemeinere Kontext für Herzogenbergs Studien mit Kaffeefugen ist also der Privatunterricht für Ethel Smythe, der zugleich seiner Selbstdisziplinierung diente und erst recht in Florenz, germanische Selbstdisziplinierung gegen die überflutenden Sinneseindrücke von Welschlands Italiens Üppigkeit. Auch wenn die Memoiren von Ethel Smythe keine expliziten Informationen bieten über Tee- versus Kaffee-Dispute mit den Herzogenbergs, das gegebene Thema Kaffee wird schon auch den Hintersinn haben gegenüber der Schülerin aus dem Lande der Teetrinker, mitsamt der Form der Fuge spezifisch deutsche Kultur zu repräsentieren. Aus Zeitgründen kann ich heute Abend nicht alle 12 Kaffeefugen vorstellen. Sie wollen ja vielleicht noch zum Katholikentag. Und das passt auch gut, denn als Absolvent des Jesuitengymnasiums in Feldkirch integrierte sich Herzogenberg bestens im protestantischen Leipzig. Nicht vorenthalten will ich Ihnen außer der grandiosen Schlussfuge die eine Version in C-Dur. Hier ist ein konkretes Vorbild auszumachen, das Präludium H-Moll aus dem ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers. Über einem Walking Bass, wie man heute sagt, in der linken Hand entfaltet sich dort ein 2-stimmiges polyphones Geflecht in der rechten Hand. Also ein paar Takte Bach. Ist das ein sogenannter Andante-Bass und es steht auch Andante drüber, ein fester Topos in Barockmusik. Und genauso komponiert Herzogenberg diese Fuge. Sie sehen hier nichts von dem Andante-Bass, weil der nicht zum Thema gehört. Die Fuge formieren nur die 2 Stimmen in der rechten Hand. Der Walking-Bass in der linken darf mit Oktavverdopplung ad libitum zum quasi orchestralen Bass, also mit Kontrabässen, klanglich getuned werden. So wird das richtig feierlich, gleichsam sakral. Und es endet im Einklang auf C. C ist der Anfangsbuchstabe von
C-A-F-F-E-E. Das ist ein faszinierendes Beispiel für Bach-Rezeption im 19. Jahrhundert. Hier also ein Komponist des 19. Jahrhunderts, der Bach auf dem Klavier spielt, dieses Präludium, dies dann transformiert in eigene Tonsprache und daraus richtig tolle Musik macht. Und das entgeht der Welt, wenn sie Heinrich von Herzogenberg nicht wahrnimmt. Er hat in vielen Gattungen, namentlich auch in grandioser Chor-Orchestermusik, fantastisch Bachsche Idiomatik übertragen in die Klangsprache des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und da entgeht der Welt sehr viel.
Zuletzt ist nur noch zu erörtern, wie es dazu kam, dass nur drei der Fugen als Fugetten getarnt veröffentlicht wurden und namentlich die Leipziger Kulturwelt bis zum heutigen 25. Mai des Jahres 2016 warten musste, um Einblick in den Kosmos der 12 Kaffeefugen aus dem Jahre 1880 zu erhalten. Der ist schuld. Wer kennt ihn? Außer dem Herrn Loos. Das ist eigentlich auch, na, der war nur ein kurzes Jahr in Leipzig, insofern ist es verzeihlich. Philipp Spitta, der berühmt wurde durch seine dicke zweibändige Bach-Biografie. Ihn hat Herzogenberg wie bei allen seinen Kompositionen um Begutachtung gebeten. Die beiden Männer hatten sich hier in Leipzig kennengelernt, wo Spitta 1874-75 nach dem Erscheinen des ersten Bandes seiner Bach-Biografie kurze Zeit Lehrer an der Nikolaischule war. Er war Spiritus Rector bei der Bach-Vereinsgründung Anfang 1875. Herzogenberg war da als Schriftführer beteiligt. Nach einem guten halben Jahr übernahm Herzogenberg die Leitung des Bach-Vereins und beriet sich fortan in allen Bach-Fragen brieflich mit Spitta, der kurz nach der Vereinsgründung nach Berlin berufen worden war, an die Akademie der Künste und die Musikhochschule. Immer mehr wurde Spitta dann Berater Herzogenbergs auch für dessen eigene Kompositionstätigkeit und gleichsam sein Intimus. Und so erhielt Philipp Spitta mit Schreiben vom 27. September 1880 die Kaffeefugen zugesandt. Jetzt also Originalton Heinrich von Herzogenberg. Beifolgende Fugen, die ich zum größten Teil als germanisches Gegengift gegen Welschlands Üppigkeit in Florenz schrieb, haben Kirchner so gut gefallen, dass er sie durchaus zum Druck spedieren will. Dabei wird mir Himmelangst und komme ich nach lieber alter Gewohnheit zu Ihnen, meinem treuesten und strengsten Freunde, mit der Bitte, Ihnen von Zeit zu Zeit ein Viertelstündchen in der Pferdebahn zu widmen und Ihre Bemerkungen gleich in die Noten hineinzumachen. Finden Sie sie im allgemeinen Druck wert, so bitte ich sehr, mir dies gleich nach Leipzig per Postkarte mitzuteilen, da ich meine Antwort an den mir persönlich noch unbekannten Verleger nicht zu lange hinausschieben darf. Typisch für Herzogenberg ist das Understatement, selbst dem besten Freund gegenüber. Er meint, einen Fürsprecher für die Fugen ins Feld führen zu müssen, den Komponisten unzähliger Klavierstücke für den damaligen Hausgebrauch, namentlich klavierspielender Damen, Theodor Kirchner, der 1880 ebenfalls in Leipzig lebte. Herzogenberg hatte ihm die Fugen offensichtlich vorgespielt und Kirchner wird wohl seinen damaligen Leipziger Verleger Hofmeister darauf angespitzt haben. Statt der erhofften baldigen Freigabe-Postkarte aus Berlin kam eine Woche später für Spitta ziemlich rasch ein Brief nach Leipzig zu Herzogenberg, in dem zu lesen war. Was die Fugen betrifft, so habe ich darin viel Interessantes und manches Schöne gefunden. Namentlich gefallen mir die Nummern 4 bis 9. Wenn Sie mich fragen, ob ich zur Herausgabe rate, so fordern Sie nichts Leichtes von mir. Ich habe hin und her erwogen, meine unmaßgebliche Meinung neigt sich aber endlich doch mehr zu Nein als zu Ja. Abgesehen davon, dass ich einige Fugen etwas trocken, die zweite stockend in der harmonischen Bewegung finde, macht mir das Ganze doch vorwiegend den Eindruck der Studie. Der Studie nach dem wohltemperierten Klavier, dessen melodische und rhythmische Einflüsse Sie ja selbst erkennen werden. Auch muss ich bekennen, dass mir der Kaffee als Motiv für ein so ernsthaftes und gründliches Werk nicht behagt. Es kommt dadurch ein parodistischer Zug in die Anwendung der Fugenform hinein, zu der sie nicht geeignet sein dürfte. Meine Ansicht wäre eher, dass Sie sich die seltene Gewandtheit, die Sie jetzt auch in der Fugenform erreicht haben, nunmehr zu einer Anzahl freier Fugen dienlich sein ließen. Ich bin überzeugt, Sie können sehr viel Frischeres und Wirksameres schaffen, wenn Sie Ihre Fantasie statt mit Kaffee mit dem edlen Wein freier künstlerischer Begeisterung tränken. Zürnen Sie meinen Worten nicht. Aber es hat unter uns beiden ja keinen Sinn, wenn nicht ein jeder offen seine Meinung sagen wollte. Übrigens ist es auch nichts weiter als eben eine Meinung.
Für den Musikologen und Bach-Spezialisten Spitta ist die Fuge offensichtlich eine geheiligte Form, deren Parodierung mit Kaffee einer Entheiligung gleichkommt. Er strengt sich sehr an, den Freund mit seiner Ablehnung nicht zu brüskieren, greift sogar zur Metaphorik mit edlem Wein tränken statt Kaffee trinken. Aber vielleicht bestätigt er gerade so implizit das Kanonvorurteil zum Kaffee, das allgemeingültige. Schon am nächsten Tag repliziert Herzogenberg aus Leipzig nach Berlin. Allein diese beiden Briefe, die wir jetzt zusammen sehen, sind so vielschichtig, dass man einen ganzen Abend nur damit zubringen könnte. Also Herzogenberg schreibt: Haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie so klar und bestimmt abgeredet haben. Ich selbst hatte noch gar nicht an die Herausgabe der Fugen gedacht, als mir die Anregung dazu von außen kam, er meint den Rat von Kirchner. Die Art, wie das geschah, war eine so nette und meine Zärtlichkeit für diese Stücke ist noch eine so große, dass sich die Ausgänge meiner Gehirnkammern verstopften und kein Strahl der Erkenntnis in das Dämmern der Gefühle dringen konnte. Sie haben mich nun rechtzeitig geweckt und gebe ich Ihnen vollständig recht, was die Herausgabe betrifft. Wenn mein bester Freund mir den Vorwurf parodistischer Verwendung heiligster Formen machen kann, wie viel mehr erst Fernstehende, denen ich keine Verteidigungsrede darüber halten kann, wie ich es ihnen könnte, aber nicht tue. Dieser Vorwurf trifft die Sache, aber nicht mich. Darum eben bleibe die Sache in der Verborgenheit. Dann erhalte ich mir mein Privatvergnügen an ihr ungetrübt und reinen Gewissens. Sollte einmal in Zukunft die eine oder andere Fuge in Klavierstücken mit unterlaufen, dann werden Sie mich und die verfluchten Anfangsnoten, an denen ich unschuldig bin, nicht verraten. Nicht wahr? So erfahren wir, warum Herzogenberg bei der Publikation der drei Fugetten tatsächlich im Rahmen von Klavierstücken und erst 5 Jahre später das Motiv C-A-F-F-E-E verschwiegen hat. Die heiligen Schranken, die Meinungsmacher Spitta um die hehre Form der Fuge gezogen hat, hat Herzogenberg sofort akzeptiert als allgemeingültig. C-A-F-F-E-E und Fuge, das darf höchstens als Privatvergnügen kultiviert werden. Insofern waren Sie heute Zeuge einer frevelhaften Tat, dass ich in der Bachstadt Leipzig diese Parodierung der von Bach so geheiligten Fugenform voll ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt habe. Und ich schäme mich dafür, überhaupt nicht. Die sonette Anregung zur Publikation aller Fugen von außen fand bei der Publikation der Klavierstücke Opus 49 aber noch insofern Widerhall, als Herzogenberg diese Stücke eben jenem Anreger Theodor Kirchner widmete. Sie dürfen sogar noch richtig einen Brief, Handschrift von Herzogenberg sehen. Das Begleitschreiben dazu, datiert 14. August 1885, wieder aus Berchtesgaden, ist erhalten und vom Brahms-Institut Lübeck dankenswerterweise als Scan ins Internet gestellt worden. Verehrtester Freund, es geht also an den Theodor Kirchner, nicht erst lange gefragt, aber frisch gewagt, hier steht er nun, der Name Kirchner, auf kleinen Klavierstücken voller Tücken und deckt vor der Welt nur den Rücken, wenn's den Leuten etwa gar zu pedantisch vorkommen sollte. Aber bin ich schon längst zu warmem Dank verpflichtet für die viele Freude, die ich an Ihren Sachen gefunden, für die herzliche Teilnahme, die Sie mir gönnten, und weiß es nun einmal nicht besser zu machen, als indem ich recht ernsthafte Stücke, die sich lange durchfiltriert haben, zu Ihren Füßen niederlege. Also er meint die Widmung. Heben Sie sie in gewohnter Güte auf. Ein schöner, echter Herzogenberg-Brief ist das. Sie können sicher nachempfinden, warum ich mich so gerne mit diesem ebenso edlen wie humorvollen Menschen befasse. Jetzt kommt das Thema der letzten Fuge und damit eilen wir zum feierlichen Schlusse. Diese Fuge ist eine richtig große Nummer, kann man ja auch erwarten von der Schlussfuge, mit 264 Takten, das ist 24 mal 11. Sie steht im altertümlichen Moderato a la Breve. Sie sehen wieder zwei Themen, da ist ein Doppelstrich aufgeführt, wir haben also eine Doppelfuge. Hier gibt es aber keine Verschränkung der Themen. Thema 2 ist lyrischer gehalten als Gegenpol zum barock-orgelmäßigen ersten und wird wie bei einem Sonatenhauptsatz zweimal in sogenannten Seitensätzen durchgeführt.
Bei der letzten Durchführung gleicht sich das erste Thema allerdings dem zweiten an, so kommt es implizit zu einer Symbiose der Themen. In der Durchführung des ersten Themas ist diese Fuge vielleicht tatsächlich etwas trocken. Es ist eben orgelartig gemeint. Eigentlich müssen Sie Orgelsound dazu denken. Wenn ich jetzt ein E-Piano hätte, würde ich Orgel drücken. Und es will orgelmäßig feierlich empfunden sein. Als Gegenpol zur ersten Fuge ist hier der erste Ton des Themas betont. Sie sehen die Pfunznote C, ein ganzer Takt lang. Nur ein C. Danach noch eine halbe Pause und das isoliert betont den Ton erst recht. Das macht eigentlich nur als klingender, konstant klingender Orgelton Sinn. Denken Sie sich also Orgelsound dazu und ich bemühe mich um feierliche Wiedergabe als würdige Eröffnung hier zum Katholikentag. Der Tonsatz ist zugunsten organaler Klangfülle extrem weit gespreizt. Die Dezimspanne in der Hand ist fast der Normalfall, wie übrigens auch bei den meisten anderen Fugen. Es gibt dann Steigerungswellen, die in Max-Regersche Dimensionen vorstoßen und am Ende wähnen Sie sich sicher wie in einer Kirche. Und wahrscheinlich haben Sie dann ganz vergessen, dass das gegebene Motiv schlicht Kaffee lautete.